Grüezi, Grüezi. Vom 6. Juni bis am 9. Juli führt die Bühne Burgäschi die Revue-Operette «Grüezi» von Robert Stolz auf. Um was das es im Stück genau geht, erklärt die Melanie Gehrig-Walter. Es geht darum, ums Fortgehen oder Bleiben. Wo die daheim bleiben oder wo die etwas wogen wegzugehen. Wir haben eine Hauptfigur, das ist der Karl Hell, das ist ein Filmregisseur und der kommt das Trachtenfest, das stattfindet im Grüezi, kann filmen. Und die Sekretärin, die im Hotel ist, ist ganz begeistert von dem Karl Hell und überlegt sich jetzt mit dem mitzugehen in die Filmwelt. Wir haben das mal ein Werk von Robert Stolz. Und Robert Stolz hat die Operette 1934 eigentlich in seiner stärksten Phase gemacht. Und weil er es in der Schweiz gemacht hat, hat er plötzlich gemerkt, es braucht Hörner, es braucht selbst ein Alphorn, es braucht alle möglichen Instrumente für den Schweizer Geist von dieser Zeit zwischen 1930 und 1940, also in der Landesausstellung Zürich-Zeit, nachzumachen. Dann hat man mit grossen Orchestern funktioniert. Darum ist unser Orchester gross. Das tun wir uns auch leisten. Demi Schwiegersohn ist immerhin ein gut ausgebildeter Orchesterdirigent. Und der genießt das natürlich praktisch mit allen Instrumenten, die der Partitur vorgesehen sind, zu arbeiten. Freundlich klingt es durch das ganze Land. Grüezi, grüezi, grüezi miteinander. Dieses Mal haben wir ein unglaublich tolles Ensemble, weil es ist, das ganze Stück ist eine Mischung zwischen wirklich klassischer, wunderbarer Operettenmusik und Musical-Einfluss schon in den 30er Jahren. Und Schweizer Volksmusik. Und ich habe natürlich das Ensemble auch so gewählt, entsprechend den musikalischen Vorgaben. Wir haben ein Bärli, das in der Volksmusikszene daheim ist, die werden jodeln. Dann habe ich einen Musical-Star aus Berlin, der bringt halt ein bisschen das Flair rein. Und dann habe ich noch die Leute, die wir immer haben im Ensemble, das sind die klassischen Solisten, die dann mehr das Klassische abdecken. Und das gibt eine wunderbare Mischung miteinander. Auch beim Bühnenbild hat man sich dieses Jahr wieder etwas Besonderes einfallen. Wir haben eine richtige typische Schweizer Landschaft aufgebaut. Wir haben einen Berg, einen hohen Berg, einen Schneeberg, wo ganz herzige Militärparodieszenen stattfindet. Wir haben einen anderen Berg, der tut die Kunst, die Kultur symbolisieren. Der ist gehalten in den Rot-Orange-Tönen. Hollywood-Assoziation und dort drinnen hockt auch das Orchester, also die ganze Musik wird aus dem Berg raus tönen. Dann haben wir natürlich auch eine heimelige Alp und dann, wie es zu der Schweiz gehört, haben wir natürlich gewisse technische Sachen, wie ein Eisenbändchen, ein Locki, aber ich werde natürlich auch nicht zu viel verraten. Ihr sollt euch rast auf Erden werden, schlafen, trinken, essen. Die Sorgen vergessen. Tickets kann man ja bestellen über unsere Homepage, über unsere Adresse, die dort drauf ist, telefonisch von morgen um 9 Uhr bis zum Mittag. Man kann es selber machen, man kann das online eingeben, aber wir machen den Ticketservice ganz selber, mehr, also nicht irgendein Ticketunternehmen. Und dort sind wir ein bisschen hinterher im Vergleich zu den anderen Operetten. Also die Frage, habt ihr noch Tickets? Ja, noch viel. Die Bühne Burgäschi, organisiert vom Verein Musik im Äusseren Wasseramt, feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Was ihre weiteren Ziele sind, erklärt der Präsident Hermann Gehrig. Wir haben die Statuten schon revidiert und wir haben eigentlich das Ziel, dass wir Musik im weitesten Sinne hier im Äusseren Wasseramt pflegen wollen. Im Moment sind wir jetzt einfach auf der Operette. Wir haben noch an der Weihnachten Einsatz, etwa mal an einem Geburtstag oder an einem Vereinsanlass. Das ist aber nur noch klein. Also es wirklich das Hauptbusiness ist Operette gross hier und kleinere Nöckingen in den Zwischenjahren. Durch das ganze Land. Grüezi, eine Freilichtoperette, die man sich nicht entgehen sollte.